Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Kaderanalyse für die Saison 2018-2019. Wir sind heute am Start und zwar mit dem deutschen Pokalsieger der vergangenen Saison mit der Eintracht aus Frankfurt. Ein sehr interessanter Verein, sehr interessanter Kader auf jeden Fall auch. Und die Frage, genauso wie bei Borussia Mönchengladbach, wohin geht es für die Borussia, die sich ja durch den Pokalsieg fürs internationale Geschäft qualifizieren konnte? Allerdings natürlich auch ein bisschen Abgangsdrama, nicht unbedingt, aber so ein bisschen Probleme hat mit potenziellen Abgängen bzw. mit Abgängen, unter anderem auch vom Erfolgstrainer von Niko Kovac. Dazu kommen wir heute, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung, vor allem zu OneFootball, mein Partner für diese Serie, eure App für die neuesten Live-Scores, Transfergerüchte, Kaderinformationen, alles, was das Herz begehrt, direkt auf euer Smartphone per Push-Benachrichtigung von all euren Lieblingsvereinen, die könnt ihr alles Favoriten eintragen und ihr bekommt alle News, alle Spielstände, alles, was ihr wollt, direkt auf euer Handy, was definitiv eine coole Geschichte ist. Die App ist kostenlos und es lohnt sich halt, weil es die ganze Welt da drin gibt. Also es gibt wirklich fast jeden Verein, den man sich vorstellen kann. Natürlich nie bis in alle Amateurligen runter, aber was die Profiligen angeht, ist man da auf jeden Fall schon verwöhnt. Und es lohnt sich halt auch gerade, weil während der WM oder während Großevents immer wieder coole Geschichten dabei sind. Natürlich gibt es auch die Champions League und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall runterladen, kostenlos auf der App oder Play Store. Ich würde mich freuen, ist eine großartige Unterstützung für mich. Link ist in der Videobeschreibung. Wir kommen zum Trainer der Eintracht und da haben wir halt, wie gesagt, das erste, nicht Manko, aber die erste Veränderung auf jeden Fall und das darf man nicht unterschätzen, denn nachdem Niko Kovac ja zu den Bayern abgewandert ist, genauso wie sein Co-Trainer, also sein Bruder, also Robert Kovac, haben wir jetzt Adi Hütter. Das ist ein guter Name auf jeden Fall, das ist kein Unbekannter im Weltfußball, der hat das Potenzial aus der Eintracht auch ein Erfolgsteam zu machen. Gar keine Frage. Hat zuletzt bei den Young Boys trainiert, davor bei Salzburg. Das passt alles. Problematik ist allerdings, dass der in meinen Augen nicht auf dem Level agiert wie ein Niko Kovac. Ich glaube auch, dass der ein bisschen vom Charakter her anders ist. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig funktioniert, so weil ich sowieso glaube, auch wenn die letzten beiden Jahre von Gladbach jeweils nicht so schlecht waren, dass das ein kleiner Ausreißer nach oben war von der Eintracht. Das ist so ein bisschen fragwürdig, ob man das wirklich nochmal vervollständigen kann, beziehungsweise ob man das wirklich nochmal erreichen kann, was letztes Jahr halt lief. Klar, Pokal ist immer möglich, aber in der Liga so gut abschneiden, ich weiß es nicht. Der Kader gibt einiges her, allerdings hat er auch, zumindest ausbaufähige Stellen. Zu denen kommen wir aber gleich. Wir reden nämlich erstmal über die Transfers und dazu kommen wir jetzt. Das Problem ist, es sind mindestens 4 Leistungsträger definitiv gegangen. Ja, es ist auch einer gekommen, allerdings ist der gleich weiterverkauft worden und das ist Marius Wolf. Der ist nämlich zu Borussia Dortmund gegangen nach einer klasse Saison. So, Omar Mascarell, ein weiterer Leistungsträger, ist ja zurück zu Real Madrid gegangen und mittlerweile zum FC Schalke 04. Real hat eine Rückkaufoption und hat ihn dann wieder zurückverkauft in die Bundesliga zu dem FC Schalke, also zu Tedesco und Co. Dazu haben wir Lukas Radetzky, natürlich hat man den adäquat ersetzt, mehr oder weniger, und auf der Torhüterposition hat sowieso kein Bundesligistenproblem, aber es ist trotzdem anderer Name jetzt im Tor und der muss sich erstmal in die Bundesliga gewöhnen. Und Kevin Prinz Boateng ist auf eigenen Wunsch zu US Sassuolo gewechselt, nachdem er näher bei seiner Familie einfach sein möchte. Das war ja auch der Grund, warum er von Las Palmas zu Frankfurt gekommen ist und jetzt möchte er halt eben in Italien näher bei seiner Familie sein. Problematik ist, wie gesagt, dass es alles Leistungsträger sind. Klar hat KPB ab und zu mal nicht gespielt, natürlich hat auch mal Radetzky einen Fehler gemacht, natürlich war klar, dass Wolf geht und Mascarell war vielleicht auch nicht so stark. Das sind zumindest die Argumente, die man so hört, aber stimmt das denn wirklich? Ich glaube nicht. Und es gibt noch weitere Abgänge und vor allem einen, der noch richtig gefährlich werden könnte. Almen Barkok geht zu Düsseldorf, dazu geht Leon Bethke, okay, zu den Würzburger Kickers, das ist keine Konkurrenz. Renat Dadaschow geht in die portugiesische Liga, beziehungsweise in die zweite Liga, glaube ich, weiß ich nicht, zu Estoril Praia, ich weiß nicht, wo der eingeplant ist. Max Bezuschkow geht zu Sangouillois, der ist allerdings in Laie in der belgischen Liga. Alex Meyer hat seine Karriere beendet, natürlich auch moralisch gesehen ein großer Verlust. Carlos Salcedo ist zurückgegangen zu Chivas, allerdings wurde der, soweit ich weiß, fest verpflichtet. Von daher ist keine große Problematik auf der Position. Wurde der fest verpflichtet? Ich weiß es gar nicht. Anscheinend doch nicht. Doch, er wurde fest verpflichtet, er ist zumindest noch im Kader. So, ich sehe noch hier, ja, genau, 2,5 Millionen Ablöse bezahlt, für einen 10 Millionen Marktwert ist das ordentlich. Kommen wir zu den Neuzugängen, wenn wir gerade dabei sind. Und da haben wir, absteigend von oben, Yvonne Dicker, Innenverteidiger von Auxerre, 18 Jahre alt. Ja, Lucas Toro, 23 Jahre alt, Sechser von Real Madrid, also aus der zweiten eigentlich eher. Ja, Gonzalo Paciencia, das ist ein guter Stürmer, von Porto, 23. Frederik Rönno, 25 Jahre alt, Brøndby, das ist der Ersatz jetzt für Radetzky, kommt auch von Brøndby, passt. Carlos Salcedo, wie gerade angesprochen, Ante Rebic für 2 Millionen fest von Florenz verpflichtet, der könnte aber auch noch gehen, das ist die große Problematik. Marius Wolf ist schon wieder weg, Chico Real, das haben wir dann geholt, per Laie von Sporting,
23 Jahre alt. Nikolai Müller, 30, vom Hamburger SV, ablösefrei, definitiv in Ordnung. Und Alan aus der U23 von Liverpool hat sich als Leihspieler empfohlen und ist dementsprechend ja, zurückgekommen in die Bundesliga und wird da jetzt erstmal wirbeln im zentralen defensiven Mittelfeld der Eintracht. Also wir sehen, das ist nicht so schlecht. Genau, Felix Wiedwald ist auch wieder da. Der ist von Leeds United zurückzukommen. Genauso wie Saverdi Cetin ist aus der U19 gekommen und ja, Besuchkopf, aber der wurde ja schon wieder weiterverliehen. So, meine Problematik mit diesem Kader, zu der kommen wir jetzt, denn jetzt kommt die Kaderanalyse und wir starten im Tor. Wie gesagt, kein Bundesligist, aber Torhüterposition wirklich ein Problem. Frederik Rönnow ist momentan angeschlagen, allerdings wird er, denke ich mal, zum Saisonstart wieder fit werden. Ein 3 Millionen Marktwert ist halt eben ja von Brøndby gekommen. Ja, kein großer Name, aber man hat in den letzten Jahren mit Radetzky eine gute Erfahrung gemacht und dementsprechend wird das auch bei Rönnow, denke ich mal, nicht anders laufen. Ist ein guter Keeper. Wiedwald ist ein adäquater Ersatz. Er hat bei Bremen seine Patzer gehabt, er hat bei Leeds seine Patzer gehabt, aber theoretisch kein schlechter Torwart. Und Zimmermann als Nummer 3 ist auch in Ordnung. Innenverteidigung, da wird es anders. Allerdings auf dem Tor, ja, passt das alles. Kommen wir nämlich mal zur Innenverteidigung. Da haben wir einiges an, einiges an Personal definitiv stehen. Die Problematik ist, sind das alles Spieler, die man unbedingt, ja, als Top-Innenverteidiger sehen muss? Beziehungsweise, ich weiß nicht, was ist die Zielsetzung der Frankfurter? Vielleicht können wir das die Frankfurter mal in die Kommentare schreiben. Wenn es um Europa geht, dann bin ich ein bisschen skeptisch. Marco Rus, David Abraham. Dann haben wir dazu Simon Fayet, wir haben Carlos Salcedo und wir haben Evan Ndika. Noel Knote zählt man jetzt auch nochmal dazu, aber naja, und Deji Usman Bayreuther, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Innenverteidiger oder Außenverteidiger ist. So, aber nichtsdestotrotz, wir bleiben erstmal bei den großen Namen und bei Ndika, der halt eben auch ein bisschen was gekostet hat. So, Abraham, ordentlicher Verteidiger, letzte Saison solide gespielt, auch schon 32, aber das ist, denke ich mal, bei ihm kein Problem. Marco Rus, auch schon 33, da geht es langsam eher in die Richtung, dass es zum Problem werden könnte, das Alter. Fayet hat eine gute oder eine solide erste Bundesliga-Saison gespielt, aber auch kein internationales Spitzenniveau. Salcedo ist richtig gut, da haben wir einen. Und Evan Ndika, da ist halt die Frage, wie wird er sich entwickeln? Wie wird das alles funktionieren mit ihm? Wird er sich in Deutschland zurechtfinden mit der Sprache und so weiter und so fort? Da muss man abwarten, auch wenn er viel gekostet hat mit 5 Millionen für einen 18-Jährigen, beziehungsweise in der heutigen Zeit nicht unbedingt, aber auf jeden Fall nicht günstig war. Man muss schauen, ja, weil aus der zweiten französischen Liga in die Bundesliga, das ist auch ein großer Sprung. Außenverteidigerposition, die sehen dafür nicht so schlecht aus. Also Bayreuther, habe ich gerade erfahren, ist ein Außenverteidiger. Wir haben dann dazu noch Jethro Willems, Timothy Chandler, Dani da Costa und Taleb Tabata. Das ist ordentlich. Ja, Linksverteidigerposition sieht sehr gut aus mit Willems und Tabata. Die haben beide definitiv die Fähigkeiten, da für Wirbel und Unruhe zu sorgen in der Offensive und sind defensiv auch nicht so schlecht, auch wenn bei Willems ein bisschen das Defensive das Problem ist. Aber das passt. Timothy Chandler hat sich letztes Jahr auf der rechten Seite richtig gut gemacht. Dazu Dani da Costa, der hat sich auch gut entwickelt auf der rechten Seite. Das passt alles, das sieht sehr gut aus und dazu halt eben noch ein Nachwuchsspieler mit Bayreuther. Allerdings wird der wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Nichtsdestotrotz, das ist solide, aber halt nicht überragend. Wisst ihr, was ich meine? Also natürlich ist Salcedo ein guter, aber ansonsten fehlt mir da, wenn man wirklich nach Europa kommen möchte, so ein bisschen die krasse Qualität, die Erfahrung vor allem. Und natürlich, die Erfahrung ist da mit Russ, aber da ist jetzt kein Fußballer im richtig besten Alter dabei, so wie Fayet mit 26, 27, 28. Abgesehen von Salcedo, der so wirklich als Top-Mann eingeordnet werden könnte. Und das ist so ein bisschen kritisch. Außenverteidigung, da sieht super aus. Chandler, Da Costa, Willems und Tabata sind alle im besten Fußballalter. Innenverteidigung, meh. Außenverteidigung, wieder top. Genau das gleiche wie gestern bei Borussia Mönchengladbach oder vorgestern. Ich weiß nicht, wann das Video genau kommt. Es ist ein bisschen, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall solide Verteidigung, definitiv. Es gibt, glaube ich, es gab irgendwie noch ein Gerücht bei Gladbach. Ich weiß aber nicht, ob es irgendwas Defensives noch war. Ich habe irgendwas im Kopf, aber ich kann mir auch keinen Pfeffer tun. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da noch irgendwas im Kopf habt. Liebe Frankfurter. Ich bin gespannt. Aber ich weiß noch nicht so hundertprozentig. Die 6, beziehungsweise das zentrale Mittelfeld, da, also allgemeine Mittelfeld, da haben wir eine ganze Menge Potenzial bei den Frankfurtern und fangen wir mal an. Makoto Hasebe, Gelson Fernandes, dann haben wir Jonathan de Guzman, wir haben Marco Fabian, Marc Stendera, Lucas Toro, Mijat Gacinovic und dann noch Francisco Giralles, auch wenn der natürlich logischerweise auch auf der Außenbahn spielen kann, soweit ich mich zumindest erinnere, ist der auch als Flügelspieler einsetzbar. Kamada ist auch eigentlich eher Zehner, kann aber, denke ich mal, in seinem Tempo auch theoretisch auf der Außenbahn spielen. Alan haben wir dann noch, Cetin und bei Chavar weiß ich gar nicht, ob der auch zentral ist, ich glaube aber schon. Das ist eine Menge Potenzial. Die Problematik, wo ist so wirklich die Qualität?
Also natürlich für die Bundesliga gar kein Problem, aber wirklich fürs internationale Geschäft, ich sehe auch in der Euroleague da große Problematiken. Ich glaube, damit wird es nicht weit gehen. Weil natürlich ist Fernandes kein schlechter Herr. Und Hasebe, das sind beides keine schlechten, haben vor allem viel Erfahrung, ja. Toro hat bei Real viel Erfahrung gesammelt. Vielleicht wird der in der Bundesliga explodieren, wer weiß es schon. Aber das ist halt eben die Sache, wer weiß es schon. Es ist noch so ein bisschen kritisch, weil man nicht hundertprozentig sagen kann, ob es funktioniert. Genau das gleiche bei Jonathan de Guzman, das ist ein hochveranlagter Fußballer, aber er konnte es noch nie so wirklich abrufen und in Deutschland auch noch nicht so wirklich zeigen. Stendera ist dauernd verletzt, Alan konnte sich auch in der Bundesliga gar nicht durchsetzen, das letzte Mal bei Hertha. Dazu haben wir noch Gacinovic, natürlich ist das ein guter, aber der ist halt eben schon wieder eher offensiv einzuordnen und da hat man sowieso keine Probleme. Mir geht es eher um die Sechserposition, da ist es so ein bisschen... Naja, da weiß ich noch nicht so hundertprozentig, ob das klappen wird. Natürlich, wie gesagt, Toro und Hasebe, die können theoretisch ausrasten. Hasebe hat die Erfahrung, Fernandes hat auch die Erfahrung, Toro kommt aus Real, also er kommt von der zweiten, aber trotzdem, er kommt aus der Castilla, er kommt aus der, ne, aus der Jugendabteilung, das heißt schon was. Das kann gut laufen, aber wird es gut laufen, man weiß es nicht. Das ist so ein bisschen die Problematik. Stendera, de Guzman, Alan, alles solide Spieler, aber wirklich genug, um international was zu reißen, beziehungsweise ums internationale Geschäft mitzuspielen. Ich weiß es nicht. Offensiv sieht es da deutlich besser aus. Ja, da haben wir Gacinovic, der sich richtig gut entwickelt in den letzten Jahren. Fabian, der letzte Saison verletzt war lange Zeit, aber trotzdem ein super Zehner ist. Giraldes, der auch definitiv eine Menge Talent mitbringt. Mal sehen, ob er es abrufen kann. Und Daichi Kamada bringt auch Talent mit. Auch da die Frage, kann er es abrufen? Wir haben jetzt natürlich ein Beispiel in der zweiten Liga gehabt mit Lieber-Holstein Kiel, der am ersten Spieltag Hamburg schon relativ zerpflückt. Man sieht, es geht mit solchen Spielern. Es geht mit den asiatischen Spielern, auch wenn man ihnen vielleicht nicht die absolute Fußballqualität attestiert. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass der schon ein Jahr da ist, der Kamada. Und der hat 3 Spiele gemacht. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er verletzt war, aber das ist, muss man, ja, abwarten. Ich kann das nicht wirklich einordnen, ob der eine große Verstärkung sein wird für die Frankfurter. Aber wie gesagt, in der Offensive haben sie kein Problem, weil Gacinovic ist da, Fabian ist da, Giraldes ist da und auf dem Außenbahn sind sie auch gut besetzt und dazu kommen wir jetzt. Denn ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe Dani Blum und Nikolai Müller jetzt ignoriert, die werde ich nämlich mit in den Sturm einordnen. Wir haben Luka Jovic ebenfalls hier in der App gerade als zentral offensive Mittelfeldspieler eingeordnet, aber ich werde den auch mit in den Sturm packen, also denkt euch bitte jetzt bei dieser Grafik hier gerade einmal den Dani Blum dazu, dann dazu noch Nikolai Müller und eben auch Luka Jovic. Wir haben im Sturm Nelson Mandela Mbuhum. Wir haben Gonçalo Paciencia, wir haben Branimir Rigota, wir haben Sebastian Haller und wir haben Ante Rebic. Dazu halt eben noch Jovic, Müller und Blum. Blum ist kein Bundesliga-tauglicher Spieler, aber als Backup okay. Dazu haben wir Nikolai Müller, klar war die ganze letzte Saison verletzt, aber er hat in der Bundesliga schon bewiesen, dass er es kann. Ist auf jeden Fall solide für die Außenbahn. Genauso sieht es mit Rebic aus, wenn der über außen kommt. Genauso sieht es mit Jovic aus, je nachdem, wo der spielen soll, keine Ahnung. Denn wir haben in der Sturmspitze mit Rigota und Paciencia eigentlich 2 Spieler, die eher gesetzt sein werden. Haller, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, ist ein Superstürmer, der in der letzten Saison teilweise ein bisschen Problematiken hatte in der Rückrunde, aber der immer noch für seine Tore gut ist. Der macht locker 10 Buden nächste Saison und das braucht die Eintracht. Dazu Rigota, gut, als Backup ist in Ordnung, wenn er nicht noch wechselt. Dann haben wir eben Jovic, der kann auch seine Tore machen, ist ein junger, talentierter Spieler, definitiv mit einer Menge Luft nach oben, aber er kann es. So, dazu Paciencia, wie gesagt, muss man abwarten, aber Ante Rebic ist ja auch noch für Tore gut. Ja, Nikolai Müller schießt auch gerne mal ein Tor. Das hat man auch gesehen, das ist ähnlicher Spielertyp wie Aigner damals. Aigner hat bei Frankfurt auch viele Tore gemacht. So. Problematik ist, wie gesagt, bei Rebic, dass der durch die WM vor allem seinen Marktwert extrem gesteigert hat. Wird er dementsprechend noch wechseln? Man weiß es nicht. Es gibt viele Interessenten und natürlich wäre das für Frankfurt ein mega Transfergewinn, weil 2 Millionen bezahlt und für 50 oder sowas verkaufen, das wäre schon nice. Problematik, aber dann halt, wie gesagt, dann fehlt so ein bisschen wieder die Qualität, weil, wenn man in Europa mithalten will, dann braucht man Rebic, dann braucht man diese Qualität. Wenn man in der Bundesliga um internationale Plätze mitspielen möchte, dann braucht man diese Qualität von Rebic. Momentan hat man sie, ob sie bleibt, ist die Frage, aber wenn sie bleibt, hat man offensiv ein absolutes Feuerwerk am Potenzial. Ich finde Rebic richtig gut, ich finde Allee richtig gut, ich finde Jovic richtig gut, ich halte viel von Paciencia, nach dem, was ich mir angeguckt habe jetzt, als er gewechselt ist. Das sind Spieler mit viel Potenzial. Ich halte dazu eigentlich auch viel von Müller, auch wenn er natürlich verletzt war letzte Saison. Das ist auf jeden Fall eine der Offensiven, die in der Bundesliga bemerkenswert stark sind. Ich glaube, die sind auch teilweise stärker oder auf jeden Fall auf dem gleichen Level einzuordnen, wie beispielsweise
Okay, wie der BVB momentan, aber das ist halt eher dem geschuldet, dass sie keinen wirklichen Stürmer haben. Wie viele andere, die um Platz, ja, 5 bis 8 spielen. Also vielleicht ähnlich wie Hoffenheim, ja, Hoffenheim ist schwierig, Hoffenheim ist wirklich schwierig. Aber, ja, ihr wisst, in dem Bereich so, vielleicht ein bisschen unter Hoffenheim und Leipzig einzuordnen. Und das ist wirklich gut, das ist wirklich richtig gut. Deswegen glaube ich auch, dass Frankfurt keine Probleme haben wird in der Saison, was irgendwie den Abstiegskampf angeht. Ich glaube, Frankfurt wird eine solide Saison spielen. Wo sie genau landet, seht ihr in der Saisonprognose am Ende dieser ganzen Kaderanalysen. Es ist problematisch, oder das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass es halt viele andere Bundesligisten gibt, die ähnlich einzuordnen sind wie Frankfurt, wenn man jetzt mal den Sturm wegnimmt. Wenn man nur die Defensive im Mittelfeld nimmt, dann sind da viele, die auf einem ähnlichen Niveau sind, die sich da bewegen, die definitiv auch Potenzial haben. Und das könnte so ein bisschen das Problem werden. Aber wie gesagt, wenn Adi Hütter sich gut macht, wenn er die Mannschaft erreicht, wenn er mit seinem Fußball, den er spielen lassen möchte, Erfolg haben kann, dann, ja, dann definitiv auch Europa. Dann ist das definitiv drin. Aber da muss man halt auch wieder abwarten. Die Kaderanalyse, ich, wie gesagt, würde noch einen Innenverteidiger verpflichten. Ich sehe da noch ein bisschen Luft nach oben. Ein Sechser, ja, theoretisch auch vielleicht Rebic verkaufen, dann einen Sechser holen und halt eben noch einen Innenverteidiger. Natürlich hat man dann keinen Rebic mehr, aber in der Offensive hat man theoretisch die Qualität. Da muss man halt mehr auf Jovic bauen oder hoffen, dass Patient hier einschlägt. Sieht aber alles gut aus. Also, naja. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von diesem Video. Ist ein bisschen länger heute wieder gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.